Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting. Hallo, werte Ojimisten, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Eternal Darkness, Sanity's Requiem für den Nintendo GameCube. In der letzten Aufnahme haben wir Edward Roivers Kapitel abgeschlossen, haben den Brief gelesen, haben erfahren, dass es 4 Essenzen gibt und eine Essenz befindet sich beim ehrenwerten Pius Augustus. Und zwar ist das die Essenz von Ulioff. Und wer besitzt die Essenz von Xelotaph? Die Essenz von Mantarok. Tja. Und was wir jetzt noch machen können, ist, uns mit dem vorletzten Kapitel des Tomb of Eternal Darkness auseinanderzusetzen, nämlich Asche zu Asche. Wherever disaster and death lurk, there is likely to be an ancient just beyond our senses, waiting. They prey on our misfortune and exploit it toward their own twisted ends. When hundreds of oil fields are set ablaze on the heels of war, the ancient's grip tightens, knowing that lives will be forfeit and resources squandered. But a few people make a difference. People like Michael Edwards, a Canadian industrial firefighter hired to put an end to the insanity at the end of the war. Ironically for him, the insanity was just beginning. Hotter than hell here. I'm getting a little nervous about this one. It feels more out of control than the others. More powerful. I don't know how else to describe it. This is the safest way to blow out these things. You've done this enough to know that. It's by the numbers. It's all good. Just relax. The silicon cloth and the water spray are there, so you're probably right. We've got 500 pounds of 80% nitroglycerin-grade dynamite all in place. We're good to go. Edwards, you can pull your team back now. Get your team to a safe distance and we'll try to kill the fire. Sure thing. Coming back now. We're getting a pressure increase at the well cap. It's gonna tear itself apart. Hurry! Get your team out of... McCormick, Patterson, all gone. Looks like they've been buried alive under tons of concrete. Take this. Guard it well. Many have perished for it. Take it. Take it to the ruins of Enga. At the ruins, a gathering of light. You want me to take this to some ruins under a house in Rhode Island? Take it. Save us. All. Mike spürt instinktiv die Gefahr und schützt seine Hände mit Hilfe seiner Jacke vor der heimtückischen Magie. Vorsicht hebt er das Artefakt vom Boden auf. Michael hat die Essenz von Chaturga erhalten. Und Michael hat ein rubinenes Bildnis gefunden.
Und dazu noch ein saphirendes Bildnis. Sehr schön. Das Kapitel von Michael ist richtig geil. Das hat nämlich ein paar kleine Gründe. Der erste Grund ist, man kann zwei Sachen gleichzeitig ausrüsten. Die Essenz von Chaturga, eine unnatürliche blutrote Aura, umgibt Chaturgas Schere und strahlt verhaltene Gewalt aus. Allerdings hat man gesehen, der Gute hat kaum Verstand und nicht viel Mana, aber er hat verdammt viel Gesundheit und er ist einer der Charaktere, die eine ziemlich große und hohe Ausdauer haben. So, schauen wir doch mal. Kann ich das untersuchen? Nee, aber die Kollegen hier. Ach, nur so anschauen. Ja, die sind leider alle drauf gegangen. Oh! Oh! Ah! Oh! Ja, die Axt ist zwar ein bisschen langsam, aber wenn man ein bisschen vorausschauend kämpft, ist die Waffe eigentlich kein Problem. Ach doch, gut. Ja, was heißt gut, Schaden? Ein zweischneidiges Schwert ist mir lieber. Und was mir auch so gefällt an den Kapiteln, man hört wieder die Musik aus The Chosen. Und der zweite Grund, oder besser gesagt der dritte Grund, warum mir das Kapitel gefällt. Ein ausgetrockneter Körper in einer wüstentauglichen Uniform liegt ausgebreitet auf dem Boden des Tempels. Neben ihm liegt ein Gewehr, eine Pistole und eine Anzahl Munition. Scheinbar ist der Soldat zum Kämpfen hierher gekommen. Soll Mike die Waffen an sich nehmen? Gerne. Michael hat ein Maschinengewehr erhalten. Michael hat 5,56 Gewehrmunition gefunden. Michael hat eine Pistole erhalten. Michael hat 9mm Revolvermunition gefunden. Und Michael hat Granaten gefunden. So, wir haben jetzt einmal Pistole. Und wir haben ein Maschinengewehr, das wir umstellen können. Einzelschuss oder Dreischuss oder volles Magazin oder Granatwerfer. Aber ich bleibe erstmal bei Einzelschuss. Und ich denke mal, wir können die auch ruhig benutzen. Warum denn auch nicht? So, schauen wir mal. Aber hier dürfte es nichts mehr geben. Nee, gut. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Und wir kriegen es hier schon mal. Boah, mit einem Wächter zu tun. Ich glaube, ich möchte verdammte Axt-Tee meine Axt ausrüsten. Weil ich krieg Schaden am Verstand. Das war knapp. Und den will ich so schnell wie möglich ausschalten. Weil wir haben gerade kein Tom of Eternal Darkness. Jawohl, ja. Und nieder mit dir. Und wir müssen unseren Verstand halt wirklich gut. Boah, geht drauf. Geil. Und Finalschlag. Gut. So, das schaut. Oh, Kacke. Na gut, Verstand ist eigentlich voll, aber trotzdem. Nee, jetzt hat sich das gefangen. So, hier ist der Weg versperrt. Karte. Boah, was war denn das hier nochmal für ein Raum? War das mit den, da, wo hier. Boah, das wird jetzt sowas von ab. Mindfuck, ein bisschen. Wo Chaturga, Mentorok, Ulioth und Xelotaph Runenzeichen drauf waren. Naja, gehen wir runter.
So. Ich bleib halt auf Einzelschuss. Ah, und ich höre noch einen Trapper. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich ein bisschen Munition sparen möchte. Und weil die Party hier noch richtig abgeht. Einmal, zweimal, dreimal. Ah, okay. Eins, zwei, drei. Arm ab. Arm ab. Ah, okay, das war jetzt Muni-Verschwendung. Gut, dann nehme ich erstmal kurz die Axt wieder. Und Finalschlag. Und Finalschlag. Das nehmen wir. Ey. Was war's? Hier. Und einmal nachladen. Ah, yeah. So, dann will ich erstmal den Raum hier soweit erkunden. Okay. Was hier? Wo ich hin möchte? Ui. Ja und nein, da müssen wir später hin. Aber jetzt doch nicht. Aber das können wir schon mal untersuchen. Dies scheint ein maßstabgetreueres... Moment, maßstabgetreues Modell der Umgebung zu sein. Es ist aus Ton gebrannt und wirkt zerbrechlich. Einige der Gebäude sind mit einer reflektierenden Glasur überzogen. Das ist jetzt gar keine Anspielung auf Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Überhaupt nicht. Gut, gehen wir weiter. Was hier? Gehen wir hier mal hoch. Und Mantarok Zombies. Und hier haben wir ja das erste Bildnis gefunden. Ey. Hui. Tor verkeint. So, dein Schädel ab. Du wirst hier nicht rumschießen. Oh, apropos. Erstmal Verstand auffüllen. Na komm schon. Na komm. So. Wunderbar. Schauen wir doch mal. Gut, hier gibt es eigentlich nichts Großartiges, außer... Ein eigenartiger Stab liegt auf dem Podium. Und Michael hat einen ledierten Stab gefunden. Das ist wirklich keine Anspielung auf Indiana Jones. Jäger des verlorenen Schatzes. Überhaupt nicht. Vor allem rennt nicht Indiana Jones mit schwer beladenen... oder wie man in Saints Row sagen würde, with motherfucking hardware rum. Nein! Ungesund. Ich brauche die Axt. Und auch noch zwei davon. Komm. Nein! Oh. Okay. Gehen wir halt in die Trapper-Dimension. Das wird nervig. Oh, apropos, kann ich... Hä? Okay. Okay, erstmal besser den Verstand. Gut. Auffüllen. Weil, wie gesagt, wir haben kein Tome of Eternal Darkness. Und solange wir keinen Tome of Eternal Darkness haben, will ich da echt kein Risiko eingehen.
So, danke Xelotaph für deine Gabe. Oder, ja, für deine Gunst, besser gesagt. Nein. Erstmal Verstand wieder auffüllen. Oh, dich ignoriere ich gekonnt. So. Habe ich das richtige bekommen? Es wird ein Grauen beschworen und ein Trapper. Ja. Ach du Kacke. Wir sind am Arsch. Es sei denn. Bam. Bam. Komm, komm, komm. Oh, shit. Das war ungesund. Oh, 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 oh. Nein. Ein Grauen wird beschworen. Okay, nehmen. Boom. Modus. Wechseln. Oh, da gehen mir jetzt die ganzen Dinger flöten. Ich muss schnell meinen Verstand auffüllen. Geht dann los. Oh. Jetzt könnte ich einen Trapper gut gebrauchen. Aber wir bekommen hier... Auf dem hüfthohen Sockel liegt ein Goldamulett. Nein, das ist immer noch keine Anspielung auf... Indiana Jones. Jäger des verlorenen Schatzes. Oh! Ich bin mir unsicher. Das ist, glaube ich, kein Sanity-Effekt. Oder auch nicht. Okay. Gut, soweit ausgeschalten. Nehmen. Axt nehmen. Oder das ist... Nee, das ist kein Sanity-Effekt. Ansonsten wären wir schon draufgegangen. Nein, du wirst nicht attackieren. Erstmal Verstand herstellen. So. Puh. Gut, was ist hier? Hier ist nix. Aber dennoch ist unser Verstand echt am Arsch. Und ich weiß nicht, ob ich hier schon richtig bin. Hinauf, mal gucken. Ah gut, es sind nur Mantarok-Zombies. Ein andermal. Okay, hier können wir noch nicht lang. Alter. Jetzt, also wir werden jetzt echt mit richtig bösen Sachen entgegengeworfen. Niedere Wächter. Oh, auf alle Fälle. Gut, aber auf alle Fälle müssen wir jetzt... Ich hätte gern Trapper. Zwei sogar. Einmal um den Verstand aufzufüllen und einmal die Gesundheit. Ja, wir sind echt am Arsch. Gut, war es hier?
Nee. Oh mein Gott, hey. Vor allem dauert das jetzt auch ewig. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Ja, ja, ist schon gut. So. Wir gehen jetzt hier. Dann werde ich erstmal speichern. Und dann war es auch schon wieder mit der Folge für heute. Und in der nächsten Folge kümmern wir hier uns um dieses Rätsel. Was an sich auch richtig geil ist. Aber immer noch keine Ähnlichkeit mit Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, zu tun hat. Nun gut. Wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit bisher gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten, würde uns freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession von Eternal Darkness Sanity's Requiem. Bis dann wünsche ich euch aber alles Gute. Ciao, bis dann.